Ja, absolut. Zum einen ist Aufgeben natürlich keine Option. Zum anderen sieht man ja auch, dass wir auf dem richtigen Weg sind und trotz der ein oder anderen, des ein oder anderen Rückschlags, den wir natürlich auch verzeichnen müssen, sind wir davon überzeugt, dass wir zu einer Lösung kommen werden, aber eben nur mit vereinten Kräften. Und deshalb ist auch wirklich ein zentraler Punkt, dass wir die JIGs, insbesondere jetzt die AGOV und die AGF, zu dem Thema auch zu einer Zusammenarbeit auffordern und das ja auch aktiv mit unterstützen. Und insofern glauben wir schon, dass wir da auch weiterkommen. Weil es eben so ein großes Projekt ist, muss man parallel natürlich an anderen Themen auch arbeiten, die das Thema Messbarkeit einfach verbessern. Und da freuen wir uns, dass wir ja auch mit dafür gesorgt haben, dass bis zum Jahresende ca. 80% des Videoinventars über WAST4 gemessen werden kann. Ja, wahrscheinlich wie im Moment jeder Deutsche der bessere Bundestrainer wäre, ist wahrscheinlich auch jeder von uns hier der bessere Programmplaner. Aber am Ende, klar, sind die Sender dafür verantwortlich, das sind die Experten, die haben die Programmforscher, die auch wissen, was der Zuschauer will. Und man sieht ja wirklich auch an Formaten, dass es geht, dass es Formate gibt, die zum einen noch eine hohe Reichweite erzielen, zum anderen eben auch wirklich die Zuschauer ans lineare Fernsehen binden. Und da müssen die Sender kontinuierlich dran weiterarbeiten. Am Ende, wir investieren ja auch immer weiter in unsere Marken und entwickeln sie, um die Zuschauer zu binden und uns gegen die Konkurrenz durchzusetzen und abzugrenzen. Und unter anderem tun wir das ja auch, indem wir in Werbung investieren bei den TV-Sendern. Deshalb sollte es ein gemeinsames Interesse sein, eben die Zuschauer auch ans lineare Fernsehen zu binden, über eben Weiterentwicklung, Investitionen in die Programmmarken, aber auch in die Sendermarken. Also was wir fordern, und deshalb freuen wir uns sehr über die Offenheit oder die Zusage der Sender, dass eine Einzelspot-Abrechnung möglich ist. Das ist eigentlich auch alles, was wir wollen, dass jeder Kunde eben entscheiden kann, auf welchem Abrechnungsmodell er für seine Kontakte zahlen möchte. Also im Moment natürlich viel Sport, viel Fußball, aber auch darüber hinaus gibt es durchaus Serien oder auch Spielfilm-Highlights, Dokumentationen, die ich gerne schaue. Aber ich habe natürlich parallel auch ein Netflix-Abo.